Die Längsseite der Fähringer Sporthalle war für alle Musikerinnen und Musiker beim traditionellen Monsterkonzert der Musikschule Fähring fast zu kurz. Heuer gab es eine Rekordanzahl. Ja, natürlich, es ist eine große Freude, wenn wir so viele Musikschülerinnen und Schüler präsentieren können. Wie viele haben heute mitgewirkt? Ganz einfach, wir hatten 54 Schülerinnen und Schüler bei unserem Mini-Blasorchester. Beim Maxi-Blasorchester waren es 72 Schülerinnen und Schüler und bei unserer Big Band waren es 22 Musikschülerinnen. Und natürlich ein großer Auftritt, was uns auch natürlich einen großen Zuspruch am Publikum gebracht hat natürlich. Das waren unsere jungen Blockflötenspielerinnen und Spieler. Das waren schließlich an die 54 Schülerinnen und Schüler, die hier mitgewirkt haben. Das waren so quasi heute Abend unsere Multiplikatoren. Seit einigen Jahren gibt es das Mini-Blasorchester. Dieses Ensemble ist ein erster Schritt für die jungen Musiker, um zum ersten Mal Orchesterluft zu schnuppern. Das Mini-Blasorchester, in diesem Orchester sind die jüngsten Schüler unserer Musikschule vereint und lernen ihre ersten Schritte in ein Blasorchester zu gehen. Es sind Schüler vom zweiten Jahr beginnend, die in diesem Blasorchester mitspielen. Und ja, das Ziel ist einfach, die Freude am Zusammenspiel zu wecken. Der nächste Schritt ist dann das Maxi-Blasorchester. Orchesterleiter Peter List integriert in seinem abwechslungsreichen Programm immer wieder verschiedene Instrumentalsolisten. Dieses Orchester ist auch gewissermaßen ein Sprungbrett für den Musikverein Fähring. Uns fangen wir an mit dem Mini-Orchester, zweites, drittes Lernjahr und dann geht es weiter ins Maxi-Orchester, wo die Schüler dann schon ein bisschen Erfahrung haben. Und meistens ist das dann auch so eine Art Übertritt oder ein Sprungbrett in die Musikvereine. Und wenn die Schüler dann in die Musikvereine kommen, dann haben sie schon das Know-how und die Erfahrung. Ist natürlich eine Riesenbereicherung auch für den Blasmusikverband und für unsere Vereine. Und so wie heute mit so motivierten jungen Musikerinnen und Musikern macht es natürlich sehr viel Spaß zu spielen. Auch in der Big Band der Musikschule werden immer wieder solistische, instrumentale und gesangliche Leistungen forciert. Johann Prassl hat diese Formation vor genau 24 Jahren gegründet und beendet heuer seine aktive Karriere als Leiter dieser Gruppe. Also das Schuljahr dauert ja noch lange, aber für die Musikschule Big Band war es wirklich das letzte Konzert für mich. Es wird so weitergehen, es wird jemand Jüngere kommen, es wird junges Blut kommen. Und das wird sicher weitergehen, wer dann kommt und wie das ausschaut, das wird sich ergeben. Aber auf alle Fälle werden wir versuchen und schauen, damit diese Big Band weiter besteht, damit Jazz in Fähring gespielt wird. Denn Jazz und Fähring war immer up to date und wird es hoffentlich auch bleiben. Das Lehrerkollegium der Musikschule Fähring bemüht sich unermüdlich, die Kinder und Jugendlichen für die Musik zu begeistern. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, indem wir in den einzelnen Schulen Instrumentenvorstellungen machen, beziehungsweise wir haben auch die Woche der offenen Musikschule. Diese hat sich mittlerweile sehr gut eingespielt. Was heißt das, die Woche der offenen Musikschule? Das ist in diesem Jahr von 3. bis 7. Juni. Eine Woche lang öffnen wir die einzelnen Klassentüren. Hier kann man Instrumente probieren, kennenlernen. Man kann dem Unterricht beiwohnen. Wie läuft so eine Unterrichtsstunde ab? Beziehungsweise mitwirken bei unseren Fächern der elementaren Musikpädagogik, wie beim Eltern-Kind-Musizieren oder der musikalischen Früherziehung. Und genauso bei unserem Kunstschulfach, wo bildende Kunst auf Musik trifft, bei unserem kreativen Gestalten. Mit dem traditionellen Radetzky-Marsch fand dieses Konzert der Musikschule Fähring ein grandioses Finale.